Ich heiße Peter Glasmacher, bin geboren in 1941. Vom Beruf bin ich Maschinenbaumeister. Ich habe einen Ford Tudor, Baujahr 1928, und einen gemeinschaftlichen Besitz mit Udo Becker. Das ist ein Quadricycle aus 1896. Quadricycle ist im Prinzip das erste Auto, was Henry Ford gebaut hat. 4,2, 4,3 PS bei ungefähr 700, 800 Umdrehungen. Zwei Zylinder horizontal. Auslassventile sind mechanisch gesteuert und Einlassventile sind Schnüffelventile. Und die Zündung geht über einen Zündschalter und ist eigentlich eine Niederspannungszündung. Das heißt also 6 Volt, 3 Volt, 4 Volt war die Original mit einer Batterie in einem Einmachglas. Er hat ein Auto gebaut, was man so weit möglich mit Normteilen, die man damals kaufen konnte, zusammengestellt hat. Er hat ganz wenig selbst gefertigt oder fertigen lassen. Und also das ist ein ganz einfaches Prinzip, denn er hat keine Bremse, er hat keine Kupplung, er hat kein Licht, er hat keinen Startmotor. Also es ist pure Technik Ende 1800. Und das reizt mich an dem Ding. Ich finde, dass man die Roots von einem Auto, das ist damals so eine große Erfindung gewesen. Dass, schauen Sie sich mal um, wie viele Autos rumfahren. Wenn morgen kein Auto mehr fährt, würde unsere ganze Industrie zusammenklappen. Dieses war eigentlich der Anfang der modernen Welt, dass man sich verplatzen konnte ohne mit Pferd und Wagen. Eins der Gründe, warum Ford das gemacht hat, er ist vom Pferd gefallen und hat 2 Monate im Bett gelegen. Und in der Zeit hat er so die Idee entwickelt, man muss sich auch anders bewegen können, dann alleine auf einem Pferd oder auf einem Wagen. Ja, und das würde ich sagen, das sind die Roots unserer technischen Vergangenheit. Warum soll man die wegschmeißen? Wenn es weg ist, kommt das Ding nie wieder. Wenn man von Autos redet und dann Gründerjahre, dann muss man Mercedes nennen und dann muss man Ford nennen. Die haben also die Autogeschichte vorangetrieben. Das waren Pioniere, die ein Problem gelöst haben, was bis dahin noch nicht bekannt war. Es gab andere Dinge, aber Autos gab es noch nicht. Und wie die ersten liefen, dann ging das rasend flug. Innerhalb 5 Jahre waren ungefähr 30, 40 Automerken, viele Franzosen, Deutsche, Belgier. Also jedes Land hatte 1 oder 2 Autofirmen. Aber das waren 3, 4, 5 Leute und die bauten dann ein Auto. Ja, irre teuer. Und Ford hatte die Idee, dass ein Mitarbeiter, der bei ihm in der Fabrik arbeitet, mit einem Jahreslohn ein Auto kaufen kann. Und das war damals ungefähr 400, 450 bis 500 Dollar. Und wenn man das rübersetzt, ist es heute ungefähr so 25, 28, 30.000. Und da kann man auch noch ein kleines Mittelklassenauto verkaufen. Und das ist auch der Lohn von jemand, der nicht allzu hoch in der Lohnhierarchie sitzt. Und eigentlich sind die Autos nicht teurer geworden. Also die haben ungefähr dieses eine Jahr mit dem Lohn eines Jahres, kann man dann ein Auto kaufen. Das ist heute noch so. Und er hatte einfach die Idee, er wollte Amerika und es liebst die Welt
mobil machen. Und das ist ihm in seinem Leben gelückt, denn er hat vom T-Ford 18,5 Millionen verkauft. Volkswagen hat erst in den 60er Jahren ihn eingeholt. Also der T war das meistverkaufte Auto auf der ganzen Welt. Ja, also er ist Mitbegründer der Mobilität von allen Leuten. Er hatte in Russland, in Deutschland, in Belgien, in Holland, überall waren erst Montagebetriebe, die dann mit Ersatzteilen über See haben die hier Autos gebaut. Und dann haben diese Firmen sich vergrößert und haben dann eine Eigenproduktion. Meistens haben die erst die Karosserie gemacht und dann Motoren und so ging das weiter. Also in fast jedem europäischen Land ist bis zum Anfang des Zweiten Weltkrieges sind überall Ford gebaut. Also Ford hat für mich, ist der Inbegriff billiger Autos, technisch okay. Er konnte den damals nicht besser machen, omdat einfach die Möglichkeiten nicht waren. Und das gilt auch für ein Auto aus 1928. Das hat eine bestimmte Technik und dann hört es auf. Ich bin Laura Glasmacher, bin verheiratet mit dem Peter seit 47 Jahren. Mein Mann hat eine Karte bekommen von einer Ausstellung. Da stand ein ganz kleiner Satz darauf: Kommen Sie ruhig in zeitgemäße Kleidung. Und das hat mich gereizt, denn ich nähe gerne. Ich habe dann recherchiert, was trägt man um 1900. Mein Mann hatte das Auto. Das hat mich interessiert. Und jetzt machen wir dieses gemeinsam. Das heißt, mein Mann arbeitet in der Garage und ich gehe dann zur gleichen Zeit in mein Nähzimmer und nähe irgendwas und wir kommen dann zusammen wieder zum Essen. Dann kriegt man auch keinen Streit. Ja, also ich werde wahnsinnig viel fotografiert, weil man sagt, es stimmt im Zeitalter, das Auto stimmt mit dem Kleid und die ganze Aufwand, die noch dazu gehört, von Hutschachtel bis Hut. Vielleicht hört es sich dumm an, aber ab und zu sage ich, du hättest Briefmarken sammeln sollen.